Was geht, Freunde? Heute mal etwas komplett anderes, mal ein interaktives Video über One Piece. Ich erzähle hier so eine Geschichte und ihr könnt halt wählen, was für einen Weg ihr gehen wollt. Es ist mal etwas komplett anderes. Es war aufwendiger als gedacht. Das hier ist nur ein Prototyp von einer Story. Es ist noch relativ klein. Insgesamt sind das, glaube ich, 28 kleinere Videos, so die man durchgehen kann. Hört sich natürlich nach viel an und so, ist natürlich sehr viel Arbeit gewesen, aber es ist noch relativ klein im Gegensatz zu dem, was ich vorhabe, wenn das hier gut ankommt. Wenn das gut ankommt, dann werde ich das hier auf jeden Fall auch ausweiten auf Naruto, auf Dragon Ball Z, auf andere Sparten in diesem Format. Lasst euch dann noch überraschen. Aber ja, die Story ist relativ schnell geschrieben gewesen. Danke Jan an dieser Stelle. Aber ja, viel Spaß und fangen wir an. Du bist ein 12 Jahre altes Blag. So, jetzt sind alle, die 12 und jünger sind, getriggert und jeder, der 13 und älter ist, High Five in den Kommentaren. Auf jeden Fall befindest du dich auf einer kleinen Insel im North Blue. Dein Leben war bisher immer gut und du konntest ein bescheidenes, aber unbeschwertes Leben führen. Bist ja immerhin auch erst 12, der wirkliche Spaß kommt erst noch. Denn wie so häufig ändert sich alles, als die Feuernation... Fuck, falsche Story. Als dein Vater von Räuber umgebracht wird und bei euch alles zapzerab blank gezogen haben. Nachdem du und deine Mutter nun alleine seid, alles verloren habt und dachtet, dass es nicht mehr schlimmer wird, kommt Mr. Popo vorbei und möchte euch mal so richtig hart... ja. Also wird deine Mutter jetzt krank und braucht dringend Medikamente. Ihr habt aber kein Geld und die Straßenapotheke hat zwar lustige Sachen, aber nicht das, was du brauchst. Also, was machst du als nächstes? Erstens, du suchst dir einen Job und versuchst das Geld schnellstmöglich aufzutreiben, um mir die Medikamente zu besorgen. Zweitens, du Schlingel willst die Medikamente stehlen und deiner Mutter geben. Drittens, du gehst zu den Räubern und willst ihnen eine Lektion erteilen und euer Eigentum zurückholen. Also, wie entscheidest du dich?